GameCube versus zu Worms Battleground, dem vermutlich besten Worms-Spiel aller Zeiten, weil das nämlich im Jahr 2014 25 Euro kostet. What the fuck? Wir spielen es auf der PS4, weil nur hochfortschrittliche Sony-Hardware in der Lage ist, sowas Komplexes wie Worms darzustellen. Wir spielen zu viert gegeneinander und irgendwie haben wir ewig rumgetan mit den Controllern. Wir spielen jetzt alle auf einem Controller. Wie Martin, früher. Martin mit seinem Team Game of Worms, ich mit dem Gemeinderat, Daniel mit The Moinsen. Und Fritz mit alle Rasten aus! Da müssen wir es einspielen. Stehen eigentlich Zahlen an dieser Stelle der Einspieler mit alle Rasten aus. Die Kanzlerin rastet aus! Der Bundespräsident rastet aus! Götze rastet aus! Alle rasten aus! So. Keiner von uns hat in den letzten 5 Jahren Worms gespielt. 10 Jahre, 15 Jahre. Wir haben nicht geübt. Jahre. Das wird ein ultimatives Desaster. Ich finde, das stinkt hier jetzt schon geil. Das ist Michi. Was? So, jetzt muss man eine Karte auswählen. So, jetzt kann man eine Karte auswählen. Oben haben wir irgendwie noch ein Thema auswählen. Wir haben... Ich will Inkas. Dann nehmen wir das schon mal nicht. Wo siehst du denn Inkas? Wir haben prähistorisch, Wikinger, Inkas, feudales Japan. Nimm doch das ist schön. Wikinger. Ich finde das schön mit dem Grün. Das ist doch schon die ganze Karte, die man da sieht. Nee, das ist ja nur so ein Set, oder? Jetzt wird doch zufällig eins gebaut. Das ist halt das Theme. Worms Battlegrounds. Ist das irgendwie besonders? Nee, oder? Die Würmer schießen irgendwelche Waffen auf. 99 Millionen. Die Geräusche kommen zum Teil aus dem Pad übrigens. Das ist ja cool. Das ist ja toll. Aber guck mal, ist tatsächlich so, wie der Level jetzt aussieht. Boah. So. Ein Geschenk der Götter. Hat jemand gemerkt, wie die Farben sind? Ah, nee, Spiel sagt anders. Also, ich erkläre es mal ganz kurz. Ja. Mit dem Viereck springst du. Mit dem Kreis suchst du die Waffen aus und mit X aktivierst du sie. Wieso okay. nicht? Ja, entscheide dich mal für eine Waffe. Viel Glück. Alter, noch 80 Sekunden. Das ist ja nicht so ein Stress, ist jetzt auch. Wie schießt dich mit was? Mit X. Mit X. Ey, bitte nicht. Warum ist das so klein? Warum schießt du denn direkt auf den Nachbarn? Warte mal, so kann ich doch ranzoomen. So, guck. Mit was am Steuerkreuz? Auf den Bundespräsidenten! Der Bundespräsident rastet aus! Alle rasten aus! Auf die Mine! Auf die Mine! Oh. Wieso explodiert die Mine nicht? Ja, ist ja nicht direkt drauf gelandet. Ja, aber die muss doch. Game of Worms. Vielleicht ist ein kleines Spoiler versteckt bei mir, aber ich verrate es euch nicht. Geoffrey, mach dich bereit, Geoffrey. Solange du noch kannst. So. Alle rasten aus! Was kann ich jetzt eigentlich? Fritz hat das beste Team. Ey, was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das da hinten? Boah, wie sieht denn der Götze aus? Wie fett ist denn der? Der hat sich ganz schön gehen lassen. Ja, jetzt weiß ich, was jetzt kannst du einmal mit dem Backflip kommst du drüber. Ja, aber ich dachte, ich kann das vielleicht da auf den Lenkspender raufschmeißen. Der Link. Wie ging denn der Backflip? Einfach zweimal die Sprungtaste, oder? Da macht man so ein Salto mit zweimal die Sprungtaste, genau. Wenn du übrigens einen Schadenspunkt kriegst, ist es vorbei, ne? Okay. Bald. Echt? Wenn du beim Runterfallen einen Schadenspunkt kriegst, der Zug vorbei. Das war zumindest früher immer so. Lenkrakete, da muss man mich mit Sachen nicht. Also die Sachen habe ich schon, andere muss ich mir irgendwie kaufen für Punkte. Nee, die unten hast du schon, oder? Ach, das wird so großartig, wenn wir jetzt gleich auf die harte Tour rausfinden, wie die alle nicht gehen. Halleluja. Luftangriff hat ein bisschen übertrieben. Warum ist da so ein das mein Telefon noch an. Wieso ist denn da so ein Vorhängeschloss davor? Weil du die Mikrotransaktionen freikaufen musst. Das ist ja beschiss. Was hat woher du aus der Punkte, Geiselhaft. Mit denen man irgendwas freischaltet. Ja, wahrscheinlich nicht. Aus der Solo-Kampagne oder sowas. Halt mal. Boah, Dragon Ball. Du hast kein Geld. Oh, cool. Das ist schon ein Nahkampfangriff, oder? Ja, nimm doch mal jemand anders. Nee, das ist wie so ein Hadouken. Graf doch mal einen blauen zum Beispiel lieber an. Der Götze sich freut, dass alle ausrasten. 30 ist ja nur abgezogen. Der sieht wieso aus, hat denn eigentlich dein einer 200? Weil ich doch ein HP-Kit eben eingesammelt habe, so ein Health-Pack. Achso. Ein Med-Kit. Das heißt. Wer ist denn da? Wie springe ich? Mit vier Ecken. Guck mal, die einmal springst du nach vorne, mit doppelt springst du so ein Salto nach oben. Kannst du auch eine Granate reinlegen zwischen den beiden? Zielig. Muss das eine Waffe auswählen mit Kreis? Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hoch. So einen Fetten hat aber jeder im Team, oder? Ja. Dann drück zweimal, dann hast du so einen höheren Sprung. Was? Zweimal hintereinander, dann machst du so ein Salto. Die muss man mit dem Rücken zu dem stehen. Nach links drücken dabei. Ja. Versuchst du den Gegner irgendwie mit deiner Akrobatik umzubringen? Oder? Mine, ja. Mine! Ah, Mine! Oh, ich Idiot! Habe ich jetzt eigentlich gesehen, aber gar nicht so richtig gecheckt.
Wie, jetzt darf ich nicht mal mehr schießen? Oder was? Oh, Michi, beinahe hättest du es versaut. Oh, Mann. Stupid, sagt das Gamepad. So. Alle rasten aus. Michi rastet aus. Fritz die rastet Kanzlerin aus. Rastet aus. So, warte mal, jetzt sag noch mal an. Also, mit Viereck springst du. Mit einmal so Wahnsinn. Nach vorne und mit doppelt Viereck so ein Salto und so springst du höher. Aber ich will gar nicht. Ich will eigentlich ganz gerne mit schießen. Mit Kreis wählst du die Waffen aus. Aber so. Sammel doch die Kiste noch ein. Dann hast du Geld. Oh, stimmt. Das stimmt. Womit zahlt man eigentlich mit Pfund in dem Spiel? Wahrscheinlich zahlt man das. Because Tame 17, the British Company. Das könnte ich. Den Solarwolfe. Irgendwas freischalten. An Solarwolfe. Entschuldigung. Ah, nee, guck mal, davon kann ich dann nee, auch was nachkaufen. Welche. Nee, du hast genau, du kannst aber noch kann, welche genau. kaufen. Was gibt's denn sowas? Was gibt's denn hier alles Nettes? Napalm-Angriff. Das ist aber eher so, so ein Flächendings. Das ist eigentlich eher nee, ganz gut. Schau mal da unten. Wer ist denn der Blaue? Das bin ich. Aber schau mal da unten. Du, achso, nee, da passt das nicht mit dem Napalm. Wo Game of Worms ist, da geht Napalm. Au, da oben ist zu drehen. Genau, das sind gleich zwei. Ja, mach. Alter, du hässlicher Fucker. Mach die zwei. Ja, so ist super. Ja, genau so ist richtig. Vorteil ist, das passt. Aber du musst jetzt aufpassen, von woher das Flugzeug boah. Kommt. Wenn du Pech hast, dann brennst du dich du selbst. Wehe. So, warte mal. Jetzt einfach X, oder? Du bist so ein hässlicher Typ. Deine Beleidigungen sind aber auch richtig. Ja, klasse. Das ist halt der GameTube-Smack-Talk. So, oh, schaut gut aus. Das schaut gut aus. Oh, scheiße, das erwischt mich selber, oder? Ja. Ja. Die Kanzlerin rastet aus. Au, au. Ja, 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 ja. Wow. Oh. Nein. Ja, ja. Ja. Ich wollte gerade noch sagen, mit dem Auge am Nagel hängen geblieben, aber nein. Der Drogo stirbt als erstes. Großartig. Oh nein. Glaubst du da Gemeinderat? Wir kommen jetzt der Zirkler Friesen, das Solarwolfi. Noch vorm Net. So, jetzt kommt. Das muss man alles nicht kennen, oder? Doch. Nee. Okay. Kann man kennen. Wo ist denn der Dragon Punch? Da guckt aber meiner ganz schön böse. Wo ist denn der. Warte mal. Dragon ist Punch. Wo ist das der? Haben wir den nicht gerade schon mal benutzt, den Dragon Punch? Flammenhaus. Hallo, können. Wieso kannst du denn den jetzt einsetzen, aber nicht, wo du gar kein nicht Geld hast? Nicht auf die Kanzlerin. Das, das ist ja so respektlos. Aufladung hast du schon. Das sieht man auch an der kleinen Zahl an, die du musst. Du kannst zusätzliche Aufladung kaufen. Ach so, das kostet aber noch gerettet. Wie lange brennt es eigentlich? Kann man eigentlich irgendwie zwischen den Worms yes? wechseln? Ich glaube, ja. Weiß ich gar nicht. Obwohl, nee, warte mal, war das nicht immer, dass sie... Weiß ich dass gar es festgelegt mehr. Ist, in welcher Reihenfolge ich die... Die Reihenfolge ist festgelegt. Ich guck mal, ob das Dreieck irgendwas macht. Nee, okay. Ich habe Angst, bis zu viel zu probieren. Faules nachher. Dreieck. Das ist so ein Quick-Shot oder so. Rakete. Kistenangriff, ja. Das war echt ein bisschen blöd, dass man jetzt nur über den Controller diese Wurmsprüche hört. Das hört ihr da draußen gar nicht. Ihr hört halt nur unsere Wurmsprüche. Stimmt. Was wird denn das? Das kann man nichts. Aber, glaube ich, einstellen. Was soll denn das? Was nutzen, was benutzen? Was machst ihr du? Ihr nehmt immer dieselben klar, Waffen. Dass ich dich so das geht so nicht. Geh weg. Ich werde dir so eine reinhauen gleich. Nix. Das war easy. Fabu ist weg easy vom und langweilig. Ich hab jetzt noch, ich hab jetzt die Zeit verpasst, hätte noch was machen können. Mann, blöde Fabu. Danu, was hast du dieses Mal auf Lager? Da kommt es doch billig. Das ist chronologisch total falsch. Ja, echt, du machst alles kaputt. Also, was kann ich jetzt hier machen? Ohne mal die Aliens. Kann sich selber richten. So Dragon Faust oder was? Was nimmt man am besten? Ihr könnt doch nicht immer dasselbe nehmen. Das ist echt, das ist voll langweilig. Nimm den Baseballschläger, das ist viel erniedrigender. Wow, meinst echt, du? Aber auch irgendwie simpel. Du musst aber jetzt auch richtig ziehen, ich hast cool, du drüber so Cappy auf. Ich kann nicht tiefer ziehen, doch. Das ist mir zu riskant. Doch, nee. Ich kann. Ja, vielleicht triffst du genauso seine Oberlippe. Das ist, weil der so klein ist. Das ist auch so. Das ist Michis Tricks vom Schulhof, oder? Erfahrungen aus der Burschenschaft noch. Kiefer gar auf dem Hut, man. Habt ihr nicht ordentlich? Burschenschaft Memmingen. Ah, so. Da haben wir es auch immer. Da kannst du zweimal schießen eigentlich. Ja, so nicht. Jetzt hast du nämlich wehgetan. Sauber. Ach, das ist ja blöd. Das tut so. Jetzt. So. Der Bundespräsident erstmal zeigen, wie das geht. Du hoffst auf die Mine, oder? Jetzt macht er zuerst rechts gegen und dann fällt die Mine. So, warte mal, was ist das hier? Ich will das UFO haben. Aber das ist, glaube ich, was ist wieso das gut? Wieso ist man da eigentlich so gut ausgestattet? Schon. Nein, nein. Tja. Was macht denn das? Warum nicht? Wieso nicht auf dem Solarwolfi? Kann das sein, dass das UFO zum Beamen ist? Dass es der Tricorder ist? Ist ja blöd. Was ist das hier? Geflügelte Affe. Oh. Ich den irgendwie... Nein, dann links schwenden. Der Link schwebt nach Sepp. Was muss jetzt passieren? Nein! Das ist ja geil. Kannst du vielleicht irgendwas machen? Kannst du irgendwas drücken? Kannst du ihn irgendwo hin...
Ach, du, da kann das fallen was? Lassen jetzt, oder was? Ja. Ist das so zur Deckung, oder was? Ich glaube, man kann ihn irgendwo fallen lassen. Bestimmt nimmt er ihn. What the fuck? Was ist denn das für ein Scheiß? Der lässt halt irgendwo was fallen, der Affe anscheinend. Hm. Was für ein Mist. Die haben auch von Waffen auch noch nichts gehört, oder? Jetzt werdet ihr gleich herausfinden, dass mit dem Gemeinderat nicht gut Radlfahren ist. Ach, ganz, komm jetzt. Ganz entspannt hier. So ein Jabba. Ja, wo man nur überlegt. Jetzt holt er gleich den Randspur raus. Der Sepp, der Saler, Fritz. So nennst du das. Fritz sowieso. Wo ist denn das Sturmgewehr? Das gibt's gar nicht, oder? Das ist falsch, oder? Nee. Uzi. Ja, die sind aber ziemlich gut. Nimm die Wasserpistole. Was ist das? Die Qualo-Rakete. Das ist auch so stark. Warte mal, ich könnte, was ist denn das? Das ist die Cluster. Da war es aber die Warmwasserpistole. Warte mal. Gibt es da einen Wasserballon? Ja. Was wird denn das jetzt? Schauen wir mal. Ach, warte mal, die detoniert aber sofort beim. Okay. In der Springseil. Nee, warte mal. Zum Trainieren, weil er so fett ist, oder was? Warte mal. Nein, ich lief einfach links weg. Jawoll! Oh. Das gönne ich dir. Ha. Jetzt steht ihr beide aber da ganz schön doof, ne? Das ist euch schon klar. Ja, viele gibt's ja nicht mehr. Nicht da hoch. Da ist doch ein Springseil. Ja, das kostet das nicht. Damit kommt man doch da nicht hoch, mit oder? Mit dem Enterhaken halt. Ach, stimmt, ja. Also das Dümmste war bisher echt der Scheißaffe. Ja. Was für Quatsch. Das geht doch mit dem Backflip bestimmt. Ist oder kann das, so glaube ich, nicht. Kann der Dicke das aber nicht? Aber nimm doch irgendeine Luftangriffgeschichte. Ja, was haben wir denn? Guck mal da mit dem Fallschirm, was kommt denn da an? Und du kannst mit dem Brenner durch den Berg bohren. Dann bist du sicher. Was für ein Brenner? Da oben, das auf die, wo 5 steht, das rote. Das im zweiten Fenster ganz links oben? Ja, genau. Ah, okay. Dem Ninja-Seil kann ich mich irgendwo ranschießen. Und mit dem Brenner halt in den Berg reinbohren. Ich will ja nicht mich nur in den Berg um die Partie unnötig in die Länge zu ziehen. Ja, das ist aber albern. Ach, das ist dann albern. Was wird das, wenn es fertig ist? Teleport-Kanone. Kannst du dich da auch in die Wand rein teleportieren, dass du dann instant tot bist? Probieren wir es einfach mal. Geil, it's magic. Wie? Das hat nicht viel funktioniert. Großartig. Gut gemacht. Probiere ich das mal aus? Technologie, ein Wunder. Jawohl. Er hat schon aus. Am besten so, dass dieses komische Steinding auf den Kopf auffällt. Oh, wäre das gut. Shit. Gibt's da irgendwie sowas wie Bunkerbrecher? Das gab's mal in irgendeinem Worms. Ah, so Bomben, die halt in diese Raketen von den Amerikanern. Was mache ich denn jetzt hier? Der Webermarx? Na, nicht der Webermarx. Der Manu da fehlt. Kinder nur eins Auto oder nicht? Müssen wir so Tag-Team-Action machen, können wir mal, wenn ich schon zu zweit stehe. Ist ja auch gefährlicher sonst. Du stellst jetzt direkt zwischen die Beine. Stell mich die Ziegel auf dem Seite. Achso, ist eine Figur von deinen, oder wie? Ja. Was nehme ich denn da am besten? Das ist ja ungünstig. Granate. Shotgun. Dynamit. Nee, Shotgun hat das ja schon mal. Dynamit. Shotgun halt, oder? Mach mal. Du bist viel zu nah dran für die Shotgun. Ja, was soll ich denn machen sonst? Argument noch dagegen. Hier nimm doch die ist, was ist denn das? Was ist denn eine Steinaxt da unten ganz rechts? Das Aufgeben. Ja. So. Dann Steinaxt, das ist eine weiße Fahne. Ja. Ach, das ist eine weiße Fahne. Steinstoß. Ich habe auch meine majestätische Steinaxt. Was ist das? Wir kriegen schon für Missverständnisse. Ja, komm, der Steinaxt, schieß ihn ab. Das finde ich auch gut. Ich dachte nicht, in so einem Kriegstreiber schon gäbe es solche Optionen. Du solltest dich am besten so hinstellen, dass hinter mir auf jeden Fall der eigene Mann steht. Das ganze Gehirn ab. Ja, oder ich so. Ne? Schießt du auch in den Kopf. Das ist aber auch schwierig. Jetzt, ja? Na? Na? So, das ist doch gut. Man wird auch nicht so einfach Auftragskiller. Hat sich doch selber mitgetroffen. Ja, und ja, sogar mehr erreicht. So. Hals am Beinbruch, Götze. Zeig euch mal alle, wie das geht. Götze, hast du raus? So, was. Ich will mal was Exotisches ausprobieren. Was gibt's denn hier alles? Was ist denn das hier? Fallschirm. Ja, das ist ja schon runterspringen. Was rechts sind, glaube ich, alles so Movement-Geschichten, genau. Oder? Links sind Waffen und rechts sind so Hilfsmittel. Fahrt. Der soll schießen. Nee, ich doch die. Obwohl die Wasserbombe, was soll die denn machen? Ja, muss man mal ausprobieren. Ist das der Clusterbombe? Die detoniert aber, glaube ich, sofort. Also bei Aufschlag, oder? Und geht dann in mehrere auf. Gibt's das Schaf da eigentlich? Da unten? Ja, da unten. Muss man freischalten, oder? Ja. Oh, was ist denn die Kuh hier unten? Schaf war immer super. Holy cow. Ja, Rinderblitz. Okay. Aber wie?
What's happening? Drück einfach X. Nee, sicher nicht. Ach, komm. Banana Bomb, die heilige Granate. Halleluja. Nee, ich nehme jetzt Rakete. Was ist das? Linkrakete, die ist toll. Da kannst du ja den Aufschlagpunkt erst bestimmen und dann den Abschusswinkel. Das oh ja, schieß die beiden Spinnen. Ja, das ist nicht gut. Nee, ist voll blöd. Nee, dann gemein die Rat. Nicht so, genau. Ja, ja, so. Jetzt volle Pulle. Du hast noch 10 volle Sekunden. Volle Pulle. Da läuft eine Zeit mit. Na! Ah, schade. Gott sei Dank. So eine ganz schön komplizierte Waffe. Ja, wenn das ja, jeder kann. Oh, das ist aber die beiden da stehen. Ich hätte doch, so lieber doch lieber die Steinaxt nehmen sollen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, warte mal, komm ich denn hier... Also das ist eine geile Rache. Nach links eigentlich müsstest du den Boden wegbomben. Nach links kommst du weg, ja genau. Und Dynamit legen und weggehen. Also beide reinfallen, aber du kommst da nicht rüber, oder? Shit. Ein Turm aus Fett und zu groß. Oh, nein. So, jetzt warte mal, wie weit komme ich? Du musst es genau unter ihn legen. Ja. Und dann mit ihnen sterben. Wie ging die Waffe auswählen? So, und dann... Dynamite. Nein! Aber einer. Ihn wundert das auch noch ein bisschen. Gemeinerat hat noch am meisten. Wir haben noch vier Männchen. Und der Fritzi auch. Wenn man nur überlegt, käme der noch oder käme der nicht? So. Spuckst mir jetzt auf den Kopf oder was? Die Lenkrakete war gar nicht schlecht. Was haben wir da? Luftangriff, boah, geil. Bazooka, der muss aber so genau zielen. Ich probier mal den Lenkangriff. So. Na. Nee, dann gemein die Rod. Ja, ganz gut funktionieren. Ich versuch's so, dann treffe ich. Nicht Daniel stirbt eh die und der andere wird weggespenkt. Nicht die Moinsen, Mann, das ist ein Podcast. Das ist gemein. Die haben da gar nichts gerissen, oder? Nein, zu wenig. Und wenigstens noch die. Kiste erwischt. Mein Gott. So. Aber dafür steht die Figur jetzt echt scheiße da zwischen meinen. Der Kotz. Nein. Will ich den jetzt da weg? Dragon Punch. Reicht der soweit? Oh ja, oder Hadouken. Mit einer Hadouken. Die Drachenfaust. Nein, nicht mit einer Flammenfaust. Reicht der soweit? Flammenfaust. Ja, nein, es reicht nicht. Du musst viel näher hin. Viel näher hin. Den Tipp würde ich hören. In die Flammenfaust. Kennt sich irgendjemand aus? Die Flammenfaust, ja. Der kennt sich doch auch nicht aus. So, von hier. Nee, weiter weg. Du musst weiter weg. Wir fielen hier ran. Scheiße. Ach, fuck's. Ach, das war ja voll langweilig. Ist aber echt nicht gut. Ja, ist nur. Kann ich halt ganz gut von der. Die Sprüche sind so geil. Habt ihr leider nichts davon. Nee. Wer ist jetzt dran? Oh, fuck. Alle rasten aus. Ja, aber mit wem denn? Alle rasten aus. Vielleicht. Wo steht denn wer das jetzt ist? Weiß ich nicht. Stand. Ja, das ist ja scheiße jetzt. Die Kanzlerin, oder? So wie die sich bewegt. Auch von der Kopf. Oh. Aber das ist blöd von der Position. Warte mal, machen wir mal anders. Gehen wir mal auf den Angriff. Aber da. Oh, oh. Was denn? Ja, okay. Aber? Finde ich gut. Na komm, ich hab doch eh nur noch am wenigsten Punkte. Für den Anflugwinkel auch gut. No. Moment mal, hatte ich das nicht gerade schon? Ach, ich hatte mal. Oh nein! Der Micha hat so ein Schwein, das ist unglaublich. So, und jetzt bist du darunter in mein Loch gefallen. Und jetzt kehrst du der Katz. So, was machen wir jetzt hier? Oh, jetzt pass auf. Welcher Bundespräsident? Wer? Das beim ersten Mal noch nicht. Mussten Sie ja ganz schön einspielen. Der hatte gerade einen Football in der Hand. Da steht immer noch die Todesstrafe drauf, ne? Weißt schon Bescheid. Boah, das mit dem Wasser ist ja geil gemacht. Boah. Ertrinkt der da jetzt gerade? Ich hoffe es. Der ist... Mann! Ja, aber der kann ja wohl schwimmen, der Bundespräsident. Wieder. Der hockt in seinem Graben und macht was genau? Naja, der dachte halt, er ist in King's Landing sicher. Der Katakombe halt. Seine Schwester besuchen, ne? Brrr. Die Geräusche. Wie, und wo jetzt weiter? Hier links erst noch weiter. So. Hoffentlich sind da auch in dem Ding drin irgendwelche Minen oder sowas eingegraben. Ach Gott, es wird ja schon dunkel. Wir das war's jetzt schon. Wir müssen dann auch bald. der nett. So.
einer von zwei Moinsen. Aber bei deiner Crew ist es echt sehr geil. Der hat auch so wenig HP, dass man die Lebensleiste kaum sieht. Ich schaff's nicht mal mehr, den zu killen, glaube ich. Guck mal, was du rüberwirfst. Jetzt komm halt. Oh nein. Na. Ja. Oh. Oh. Da klebt er dran. Oh Mann. Ich schon wieder? Alle rasten aus! Sie müssen aus wie ja, so. Aber welcher denn? Sag mal, hat hier, haben die Kanzlerin. Haben die Piz hier das Logo geklaut? Oder andersrum? Wo steht der denn? Du kannst mit den Air-Triggern so hinzoomen irgendwie. Es gibt ein Jetpack zum Beispiel, ne? Ja, aber das ist ja Quatsch. Ich nehme das. Wie kommt die denn da hin? Du musst aber versuchen, da rauszukommen. Ich wird da runtergeballert. Rechts die ganzen Movement-Sachen. Ja, Jetpack, Rakete, eine Gewitterwolke. Ja, das ist doch Unsinn. UFO. Das ist doch, oder du machst ja von da aus einen Luftschlag. Schau mal, da stehen sie doch alle drüben. Der Luftschlag habe ich schon verbraucht. Ach so. Oder wann, kann ich mir einen neuen kaufen? Oder du nimmst eine Lenkrakete. 10 Moneten. Nee, reicht nicht. Ich will die ganze oben rumschießen. Mal die Lenkrakete versuchen. Auf dem Blauen. Dann aber halt mit... Danach... Da ist richtig genug. Du musst jetzt halt richtig mit voller Wucht nach oben schießen. Ja, weg vom Berg. Ihr und eure Tricks, ey. Ja, damit sie halt in eine Kurve fliegt. Haha. Oh ja. Hast du Martin erwischt? Gar keinen erwischt. Ja, ja, geil. Und genau mich selber, Schaden. Den Bundespräsidenten auch noch erwischt. Ich kriege genauso viel Schaden im Berg. Meint ihr das? Was ist das denn? So. Ich dachte, ich buddel dich da aus. Scheiße, ich hätte versuchen sollen, in den Schacht reinzuschießen. Das hättest du bestimmt geschafft. Ja. Mit der Fernlenkrakete. Mit der Macht sowas? Mit der Macht geht das. Was, da so reinzuschießen? Natürlich. Ja, wenn der Luke Skywalker heißt. Du musst aber direkt daneben stehen, oder? Ach, nicht gar. Ich hab Profi, kann das. So, wie geht denn das jetzt noch gleich? Tape das jetzt erstmal da. Die hat das schon gemacht. Was machst du denn jetzt? Oh Gott, wie lange das her ist. Ich glaube, das letzte Worms, was ich gespielt habe, war noch. Mit Pixel und so? Ja, ja, das auf der ersten PlayStation. Okay. Da gab es noch Zwischensequenzen. Ach, stimmt, das Abseilen. Warte mal, und jetzt? Das klappt halt sowas von. Kann man denn, nachdem man so eine Aktion gemacht hat, noch was benutzen? Ja, du kannst Bewegung und Waffe, glaube ich. Jawohl, das mit dem Schneidbrenner nicht. In den Berg rein. Da kann ich nicht nochmal was machen. Sicher, aber deine Zeit ist weitergelaufen gewesen. Aua. Ich habe auch noch ein bisschen erwischt. Man konnte doch früher, ich weiß nicht, wie man die Taste halten musste, du konntest dich doch abseilen, eine Granate liegen lassen und dich nochmal hochziehen. Irgendwie ging das. Jetzt müsste ein bisschen oder mehr ich mir Informationen das geben. Das kann auch ein verdrängter Schulplatz sein. Und dann habe ich mich bei Worms abgeseilt und die Granate liegen lassen. Da war ich der Tollste. Oh, nee, damit. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Der Götze. Boah, ist das gemein. Vor allem, wie er guckt. Er weiß schon genau, was passiert. Aber fast in das Benzinfass noch reingefallen. Will jemand eine Kiste? Ja, nur komme ich leider nicht ran. Oh nein! Wieso ist der denn schon wieder dran? Nein! Nee, dein Zirkler Fritz, der Fritz sowieso! Wie schlage ich denn einen eher? Das kriegst du nicht genau weit genug geschlagen. Leg doch auch ein Dynamit dahin. Mach ich jetzt auch. Dann fetzt es den nach links weg. Nein, den Zirkler Fritz! Was ist denn dieses Grüne? Ist das ein Furzkissen oder? Ich glaube, vom Winkel noch einen Schritt weggehen würde ich. Oder so. Machst du schon. Ich mach das schon. Rutsch da runter, rutsch runter, rutsch, spring! Mit dir, du Arsch, ja, ach komm! Ja! Oh, jetzt holt er mit seinem. Jetzt, so dick ist. Jetzt wird schmerzhaft. So, jetzt hier die Rache des Bundespräsidenten. Der Bundespräsident? Was mitgemacht, ja. Der Bundespräsident! Da rechts mal die Kiste doch auf. Naja, oder so. Er trinkt der jetzt eigentlich, oder? Weiß nee, oder? Können so Würmer unter Wasser überhaupt leben? Ausprobieren. Ich komm da nicht rüber. Ja, er musste halt jetzt von hier aus agieren. Scheiße. Schauen wir mal. Eine Wasserspritzpistole ist hier unter Wasser wahrscheinlich nicht so gut. Da ist sie besonders effektiv. Eine Flammenpistole halt. Hoffentlich. Wird wahrscheinlich gar nicht funktionieren, oder? Ich würde so lachen, wenn dich das Ding zermanscht. Das wäre so großartig. Ja, das klappt aber wahrscheinlich funktioniert die gar nicht. Weil ich mit doch, das hilft mit aber X, halt. Oder? Ja. Ja. Naja, okay. Oh, es ist aber sauer. Da liegt schön der Sepp. Der Link schwindet das selbst sowieso. Was? Sehr, bitte, so die paar Pünktchen? Oh. So. Tja, damit wäre ich dann wohl aus dem Spiel. Nee, unten hast du noch einen. Nee, ist der letzte. Nee, echt? Einen hast du noch. Echt? Das hat man unten. An der Lebensleiste sieht man mal, wie viele Würmer und wie viel Leben die jetzt noch haben.
jeweils am Anfang der Runde einen hast noch. Was soll denn das jetzt? Einfach auf ihn draufsetzen. Reicht das nicht, um 6 HP wegzumachen? Warte mal, ich muss das. Einmal raufgegackt. Gibt's da nicht so einen Revolver? Was? Oh, also ganz einfache Pistole. Hinrichtung. Nee. Hinrichtung. Jetzt wird's aber schon guckt. Oder wollt ihr richtige Home Runs sehen? Home Runs. Oh nein, er sprengt sich ja. Nein. Vergessen. Naja. Sprengen die sich mal weg oder was, wenn die sterben? Ja. Ach so? Ja, die meisten haben wir ja bisher irgendwie schon ins Wasser gekippt, ja. Deswegen haben wir es nicht gesehen. Was haben wir denn noch so? Was haben wir noch nicht, gar nicht benutzt? Was ist das denn? Das Schaf. Das Talent. Hat man das vorhin schon freigeschaltet? Das hüpft von selbst und dann kannst du es auf dem zweiten Tastendruck, glaube ich, sprengen. Sowas früher. Boah, geil. Dass das Michi alles noch kennt. Der Stoß. So schubst du ihn so. Scheiße, das hätten wir vorhin mal benutzen sollen. Ja. Pupskissen. Ich traue mich nicht, die billigen Sachen zu probieren. Der Stoß ist super fies. Wer den nur benutzt, wenn man es kann. So, komm. Klasse, und trifft auch eher mehrere. Die Steuerung haben sie aber auch umgestellt, oder? Früher war Springen auf Dreieck. Echt? Ja. Genau. Hat sich früher garantiert. Halt alles anders. Next Gen ist halt einfach geiler. Ja. Das entscheide ich halt. Nein, nee, dann soll er wohl viel. Na. Das ist so geil, wenn die Lunte ausgeht unter Wasser. Ja, was hat das Wasser denn für einen Sinn, wenn... Kein Schimmer. Komm schon, geh aus. Alles funktioniert. Geh aus. Geh ja, komm, aus. Jawohl, boah. Uiuiui. Hey, Moment mal. Der hat mich noch beschädigt, weil er mich aufgefallen ist. Im Wasser. Der letzte Moinsen ist dran. Der letzte, was, ich darf noch der letzte Moinsen-Kana. Wo bin ich denn? Weiß nicht, zoom mal ein bisschen. Unten, ich glaube, du stehst da ganz unten in diesem kleinen Loch. Da schau mal. Ah, ja, siehst du mal. Oh, da kannst du ihn jetzt aber. Ach, guck mal, den kannst du aber richtig schön weg. Pass auf, dass du nicht rein. Nee! Nein! No! Oh nein! Das sah so aus, als ob ich da hochspringen kann. Ah, ups. Alle rasten aus. Bin ich jetzt alle komplett rasten aus. Das Gameplay lacht. Da lacht das Gameplay. Wo ist der Stein der Schande? Oh Mann, jetzt wenigstens noch mich weghauen können. Wie sicher der jetzt unten steht. Kommt jetzt. Was war das hier nochmal? Mega Mörser. Naja, das ist scheiße. Oh, was nehmen wir denn? Ich würde auch gerne mal so einen Sprengstoff versuchen. Schaden. Muss jetzt langsam taktisch. Hä? Wenn du Schaden kriegst, ist vorbei. Nein! Jetzt ist Michi da nochmal dran. Das kann wohl echt nicht sein. Fuck! Ah, geil. So. Yes, ha! Jetzt ein Airstrike oder irgendwas. Hab ich denn noch was? Ich glaub's nicht. Die dreht mich alle auf. Damit du dich aus Versehen bewegst. Ist das der. Zählt das auch außerhalb mit dem Schaden nehmen? Weil sonst. Wie? Achso, probier's halt. Warte nur mal, mit Kinect Happy. Nur wenn du über 100. Dann wird das erkennen, dass nicht geschlagen wurde. Nur wenn du über 180 Schaden machst. Kinect erkennt auch, dass er schon total kaputt ist. Wie lange gibt's jetzt dieses Worms eigentlich schon? Auch schon 20 Jahre, oder? Wann kam das erste Mal? 89. Da sind meine dabei. Auf dem Commodore noch. Das ist zu wenig. Ach komm, dann hauen wir das doch hier mal rein. Wie ist da das erste Ballerburg, oder? Was? Das erste Commodore. Artillerie-Spielen. Ballistik-Spiele. Oh, das sah jetzt aber gar nicht so. Doch. Hä? Was ist los? Hat einen von deinen komplett zerrissen? Wenn, dann war das aber der Bundespräsident. Und ganz ehrlich, ist nicht schade. Also, das geht mal gar nicht. Wieder hat es den Bundespräsidenten zerrissen. Let's go. Das machst du da genau jetzt nicht. Die Kante? Ein bisschen höher noch. Noch. Komm noch weiter vor noch. Noch ein Stück vor. Er hat schon wieder diesen Hochmut, den er bei Mario Kart auch hatte. Merkt ihr das? Das Problem ist, er hat halt bei Mario Kart auf Haushoch gewonnen. Ja. Und? Hat er sich irgendwie Respekt verschafft bei irgendwem dadurch? Nee, schon noch wieder. Stehst genau auf der Kante. Das ist zu stark. Das war so klar. Ich habe mich nicht getraut, aber Schritt nach vorne, das ist zu erwärmlich. Ja, ich bin raus. Ja. Alle rasten aus! Soll ich was zu essen holen? Da drüben sind noch Süßigkeiten. So. Fuck! Was haben wir denn noch? Man kennt aber teilweise wirklich schlecht, was Hintergrund ist und was nicht. Das ist ein ganz normaler Besucher, oder?
Ja. Kann ich da irgendwas anfangen, wenn ich die da schieße? Ja, unten reinschießen da, die zwei blauen. Oh, noch ein Stück vor. Genau, in die beiden. Noch ein Stück vor. Na guck, die Kante geht wirklich ein Stück vor. Das bis zu diesem blauen. Im Wasser Nein! anscheinend. Ja, Benzinbombe. Aber im Wasser, dann wirft eine Granate rüber. Bei so einem Bogen. Oder Seil. Oder mit dem Seil. Seil ich nach rechts. Zieh ich mit dem Seil nach rechts hoch. So schräg. What could possibly go wrong? Ja, genau. Jetzt geh ich ganz so weit wie möglich nach links. Und schieße vielleicht dann so nach rechts. Kommst du da oben an die Ecke, wo das Wasser gerade aber da aufhört. Aber die vordere Ecke, ja. Ja, das reicht nicht. Ich meinte halt die andere Ecke. Da rechts. Da muss er weiter links stehen. Dann kann er vielleicht nicht ganz nach rechts schießen. Ja, genau. Wie kann ich denn das drehen? Also den Winkel nicht umdrehst. So, und jetzt mit dem linken Stick. Nee, mit dem linken bewege ich mich ja nur. Ja, man konnte doch zielen. Ja, mit dem anderen Stick dann. Nee, damit bewege ich die Kamera. Weird. Wenn du noch 10 Sekunden. Schieß einfach. 8, 7, eine Granate. 4, 2. Schieß einfach! Ja. Oh ja. Ich profitiere nur von der Inkompetenz von uns. Das ist unglaublich. Das ist auch das Kanalkonzept. Der Gemeinderat. Wie geil. Ja, fick dich halt weg. Aber konnte man nicht immer den Winkel irgendwie einstellen? Ja, doch, eigentlich schon. Ich weiß nicht noch, aber er hat jetzt das mit beiden Sticks nicht gemacht. Mit welchem hast du das jetzt gemacht? Ja, ich mit dem linken kannst du sowas machen. Komisch. Ja. Next. Oh Mann. Das müsste jetzt eigentlich überleben. Weder kriegt jetzt Schaden dadurch. So tief ist es nicht. Das ist auch so schwer. Der jetzt Kopf über. Ja, toll. Oh. Weil er runtergerutscht. Guck mal, da muss sogar noch ein Lebenspaket. Ja, genau. Wie ich im Freibad. Wie er sich dann hochquält. Ja, so. Nun. Und jetzt. Granate darüber, oder? Da ist irgendwo noch ein so ein Pixel. So, das Land. Nee, ist, oder? Das ist nicht genug, ja. Da kommt er nicht durch. Das ist ja zu fett. Fuck! Ich will doch das HP. Oh! Ja, geht doch. Oh, sehr schön. Aber was ist denn jetzt da Hintergrund? Das habe ich auch gesehen. Das ist schon ein bisschen blöd, oder? Das ist ein bisschen verwirrend. Hä? Doch nicht? Nee. Ich dachte, das wäre so rausgesprengt. Okay. Das ist alles, was braun ist, ist Hintergrund. Wie im Osten. Na wohl. Ich meine nicht sozial, sondern... Du Fucker, du machst mir alles nach. Die Schärfe ist bestimmt nicht zu kurz. Auch. Die kommt zurück. Ja, das erwischte ich auch. Die kommt zurück. Guck mal, wie groß der Explosionsradius von der ist. Oh, hast recht. Feig. In die Cluster-Bomb. Draus da nicht. Ach komm, mit der Bazooka, wie langweilig ist das denn? Da erwischst du aber keinen richtig. Das wäre echt ganz schön langweilig. Ja, voll. Da bleibst du oben hängen. Die Zeit läuft weg. Ja, ja. Oh, sehr schön. Mann. Aber richtig schön. Oh Mann. Ah, kein Fall Damage, schade. Und? Oh, und? Oh! Nein! Nein! Boah, ist der in so einer blöden Position. Der Gemeinderat. Inklusion nennt man das. Achso. So, was haben wir denn noch? Das ist wie bei dem Weitspringer, der jetzt auch vielleicht halt jetzt mitmachen darf bei der EM oder nicht. Wieso was mit dem? Der hat kein Bein, kein Unterschenkel. Daniel spielt nicht mehr mit, darf aber trotzdem mitmachen. Sag dir, aber ich darf ja trotzdem nicht mitmachen. Mit der ja auch nicht. Mit Backflips? Naja, doch. Nee. Nee, du also, okay. Aber der kann nächstes vor Gericht gehen. Ich meinte, rück wieder hin und dann. Ich hätte auch schon gesagt, dass er es nicht macht. So, ja, aber die Experten, wenn sagen, dass er darf, dann darf er. Ja, also, die werden es aber nicht sagen, glaube ich. Dann muss er. So. Dann muss er. Was machst du jetzt? Er brennt sich. Ich guck halt grad mal. Er würde jetzt das Spiel unnötig rausziehen, indem er hier kann ich zentralmassiv sein. Das sind immer die Besten, die sich da in so Berge reinbrennen. Ja, wie soll ich denn da irgendwo hinkommen? Ich versuche zu euch. Es gibt doch auch noch andere Wege. Jetpack. Guck mal, jetzt geht das aber mit dem hoch runter. Zumindest so. Ja, komisch, dass es mit dem Seil vorhin nicht ging, eigentlich. Merkwürdig. Jetzt dann brenne dich. So. Scheiß Next Gen. Das ist wieder der letzte Wurm, der übrig bleibt, dann, weil ihn da keiner rausbringt. Ja, was soll ich denn da hinten machen an der Ecke? Teleportieren. Ja. Dich irgendwo. Geht doch Jetpack. Nicht so weit. Das Publikum weiß, was du getan hast. Drücke ich sofort die falsche Taste und bin im Wasser. So. Piss dich fair. Ach, der kann das wieder nicht. Ich war früher schon so schlecht im Wurms immer. Schlimm.
Dann probierst du das Jetpack mal. Probier das doch mal aus, Michi. Nee, ich nehme jetzt die. Welches ist denn eigentlich das Jetpack? Was ist das jetzt? Du, was hast du da jetzt? Das ist die Lenkrakete, aber. Nee. Ja, hier in den Schacht rein. Das wäre aber. Das wär halt, da könntest du halt echt so. Star Wars Credits. Wenn der auf den Kopf fällt, bin ich tot. Versuchen wir doch mal. Nach unten durchfällt. Den. Ist das noch wie da? Drehst du das? Mit dem Link rechts? Das kann nicht sein, das ist ein Steuerkreuz. Ach so. Aber manche Sachen gehen auch mit dem linken. Oh, ey. Wow. Kann nicht wahr sein. Oh, nicht schlecht. Wow. Nein! Oh Mann! Hä? Oh, guck mal. Fuck. Wieso ist der denn jetzt gestorben? Kriegt man im Wasser vielleicht immer so ein bisschen Schaden? Ja, vielleicht. Ah, das könnte sein. Scheiße. Aber da geht mein die Rot! Na! Was kann Dynamit mehr? Dynamit? Wie funktioniert diese Clusterbombe? Die ist super, die würde ich gleich mal ausprobieren. Die geht in lauter kleine Bomben auf. Ja, aber wie luft man die auch? Oder? Naja, wie eine Granate, wenn die aufschlägt, dann teilt sie sich und explodiert immer weiter. Cool. Der Strom ist Spoiler. Was? Brauchst du Strom? Ich brauch Strom. Sekunde. Aber Moment mal, haben sie das nicht verboten, diese Clusterbomben-Geschichten? Ein Krieg? Ach. Das ist ja kein echter Krieg. Schauen wir mal. Das ist ja alles nur Spaß. Machen wir es nochmal hinter dir am besten. Machen wir hier Strom. So. Die haben sie wahrscheinlich nur in Friedenssituationen super, verboten. Super vorbereitet. Top. Kommt da was? Es kommt. Gut. Wird's auch wieder pink, wie sich das gehört? Sobald du dran bist. Ich bin Mr. Pink. Warum bist du Mr. Pink? Ich bin Mr. Blond. So. Hey. Und drück mal den Knopf in der Mitte. Den PlayStation-Knopf. Nee, hab ich schon gedrückt. Ja, das läuft ja super. Ich glaube, vielleicht ist er, wie es halt manchmal bei Geräten ist, dass er erstmal ein bisschen laden muss, bevor man ihn benutzen kann. Wir haben ja Zeit, so ist nicht. Er lädt. Erzähl doch mal was. Kann man jetzt nicht mit einem anderen Controller ihm sagen? Nee, ne? Das geht nicht, ne? Gib mir den nochmal, dass wir es mal versuchen, direkt an der PlayStation anzustecken, dass das Problem ist, weil der momentan an einem anderen USB-Gerät hängt. Aber dann darf auch nur noch Michi steuern ab jetzt. Ja, ich nehme aber alle Befehle entgegen. Das ist wie Teleball früher. Ja. Links, raus. Oh, verloren. Okay, komm, wenn jetzt ganz. Ach, jetzt ist ja auch klar. Das ist ja Wireless Controller, ist ja nicht mehr Wireless. Ja, und jetzt? Dann kann es natürlich auf nicht gehen. Ist ja logisch. Kabel werden nicht mehr akzeptiert. Nee, jetzt geht's wieder. Jetzt mal hier. Kurz gucken, ob wir es jetzt schnell umstecken. Fast leer! Mach doch rein! Fast leer! Skywalker, Sie haben Ihren Zielcomputer ausgeschaltet! Ja, ich glaube, ich hab's geschafft. Okay, Schade, dass die Zeit nicht abgelaufen ist. Ja. Ach, ihr Säcke, stimmt. So, na, ich muss mich mal schnell entscheiden. Clusterbombe wolltest du nehmen. Clusterfuck. Nein. Jetzt nimm dir halt nicht den kleinsten. Mach ich auch nicht. Hau den weg. Das ist ja. Hau den weg. Überhaupt kein Anstand. Doch, komm. Außerdem ist Michi der Feind, der hat viel zu viele. Das ist immer nur ihr drei gegen mich. Ist das denn jetzt Hintergrund oder ist das der Deckel? Gott, das ist Hintergrund, oder? Das ist da hinten das Hintergrund, okay, ja. Okay, ich habe Angst, dass ich dann da irgendwie gleich mehr aufs Dach selbst schieße. Okay. Ja, mit oben und unten kannst du halt den Winkel ändern. Ah, okay. What could possibly go wrong? Wie viel? Ja, sehr gut. Nein! Aber nicht so gut. Ja, nein! Aber immerhin. Aber trotzdem. Ja! Alle rasten aus! Warum nicht etwas so viele Männchen? Zwei. Wir können nochmal nachzählen. Zwei. Oh, den hätte ich beinahe erwischt. Ist das eine Tretmine da? Was? Nein, das ist ein Kristall. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das für ein Scheiß bei so einem kleinen... Boah, was für ein Scheißspiel, ey. Das spielen wir nie wieder. Genau wie raus da unten. Ich mache Mario Kart und alle anderen. Spreng ihn mal da frei. Was ist das jetzt? Oh, wieder so ein Funkbomber-Ding. I love the smell of napalm in the morning. Warte mal, wie wechsle ich denn da die Schussrichtung? Ich glaube, das geht bei dem nicht. So. Die kommen von rechts, der Flughafen ist halt rechts. Warte mal, der Wind ist aber so. Das müsste eigentlich so schon. Wo siehst du denn Wind? Oh, ist der Wind. Hä? Der Wind kommt von links. Ach, da! Oh Gott. Oh, 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 oh.
Komm schon. Napalm. Komm schon. Nein, ja. Nein. Ja, gut, sehr gut. Ja, 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 ja. Danke. Au. Burn, baby, burn. Überraschenderweise hat mich das umgehauen. Ja! Ja! Nein. Oh! Ah, jetzt bin ich aber in der Nähe, Michi. Oh, oh. Surprise. Wer ist? Game of Worms. S.A. Also meine Wetten sind ja auf dem Fritz. Habe ich da irgendwo im Berg? Ja, bei ihr euch da alle gegenseitig kaputt schießt und der Fritz bleibt im Berg dort am Leben. Ist wie bei Fallout. Ja. So, sollen wir Fritz mal suchen? Waffenschlüssel ist den Fritz da rausgesprengt haben. Lenkrakete, Flammenfaust. Ich merke schon. Truce. Wir sind so weit am Point of No Return vorbei. Das funktioniert ja nicht. Da sprechen die Staaten schon nicht mal. Da weiß schon jemand, wer da angefangen hat. Napalm? Das hier. Das. Ja, genau. Das ist aber eine Draußenwaffe, Martin. Wir sind drin. Haben sich da irgendwelche Verbände noch nie beschwert? Wegen Napalm und so? Darf man das in noch? Den Spielen? Da? Ja. Das ist ja nicht echt. Das ist ja nur... Ja. Das ist wie in Nachrichten. Das ist auch alles nicht echt passiert. Achso. Ich glaube, da kannst du nicht so... Oh, doch. Kannst dich nicht entscheiden. Das war auch schwierig. Das ist ja immer das Schlimmste für diese Kriegsverbrecher. Dass sie nicht entscheiden können. Welche Waffe sie nehmen. Ja. Gut. Ganz schlimm. Das Angebot ist aber... Guck mal, jetzt kommt aber das aus dem Flugzeug aus der anderen Richtung. Wind, komm schon, Wind, komm schon. Oh nein! Nee, ist total windstill. Ja! Und unten? Ja! Ja, 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 ja! Ja! Jawohl! Den Arsch! Ey, sag mal, ist der Wasserspiegel gerade gestiegen? Der Wasserspiegel steigt. Oh nein! Sander! Was hat der? Hier! Wie? Naja. Der Wasserspiegel steigt jetzt in die Runde, damit halt so eine Eingrabscheiße nicht funktioniert. Oh. Wird er jetzt von unten ertränkt oder ja, was? Irgendwann schon, ja, aber ist halt oben. Das ist ja krass. Aber es geht tatsächlich besser mit dem Digipad. So. Was ist das? Super ran, was ist denn los? Auf Steingebohrt. Das war ja geil. Los. Keine Ahnung, ist der Winkel zu steil gewesen. Gemein. Was für eine Verschwendung. Die Kanzlerin. Die aber die Kanzlerin hat sich eingebuddelt. Ja. Die bleibt da jetzt einfach festkommen. Kopf in Sand auf ihrem und abwarten. Ja. Ja. So, der Gemeinderat. Wir kommen aus der Situation. Ja, aber echt sogar, wenn sich alle anderen um sie herum umbringen. Ja, ja, dann ist das ja wirklich das Sinnbild. Perfekt. Ja, ja. Vor allem, weil sie aktiv damit gar nicht so wirklich was zu tun hat. Nee. So, die politische Sache ist unglaublich. Sollen die doch machen. Muss das Team dann umbenennen. Das heißt, wir sind alle im März. Im März gibt es ja schon längst nicht mehr. Ja, aber die haben sich alle gegenseitig dumm gemacht. Ja, die anderen sollen was ja auch überleben. Was machst du jetzt mit dem... Was sagst du jetzt? Megamörser oder was? Ich überleg gerade, das bringt alles nichts. Überleg, nimm die Banane. Der bringt ja auch nichts. Warte, ich nehme das Schaf. Das bringt zwar absolut nichts. Stimmt, das hat man noch gar nicht. Ich hoffe, warte mal, wenn ich jetzt... Wie lange geht diese Partie eigentlich schon? 42 Minuten. Stimmt, das ist das Video-File schon abgerissen. Das ist ja immer gern ein bisschen instabil. Ja, wo schmeißt es jetzt hin, das Schaf? So rum seufzt ab. Das muss da rüber kommen. Das kommt da nicht rüber. Ja, noch ist nichts verloren. Doch, das Schaf. Schade. Jetzt wird die Peter anrufen. Sauf ab! Sauf direkt ab! Direkt du Sack! Sauf ab! Ab wann ist denn dieser Sudden Death? Wenn eine Partie so lang ist, oder? Bestimmt eine Uhrzeit. Ab 19 Uhr? Wenn ihr alle ins Bett müsst, oder wie? Ja. Guck mal, schon dunkel. Stimmt. Ich will Max sein, halb 10. Sauf ab! Aquapack, okay. Blitzschlag. Mach doch das mal. Ja, mach das mal, ich bin gerade drin. Okay, gucken, wie das genau funktioniert. Am besten stellt sich noch näher ans Wasser ran. Guck mal, ob ich noch irgendwie was lenken muss. Oh. Warum waren das so schnell alle? Das hält nicht so lange. Das Mach doch auch mal was. Ja, was soll ich denn machen? Ich hab doch nichts mehr im Leben. Du hast auch nur noch drei Brenner, du kommst damit auch nicht nach links. Nee. Das reicht, wenn ihr überlebt am Ende. Außer der darf Scheiße nicht gewinnen da unten drin. Ja, der darf nicht? Auch nicht da unten drin gewinnen, weil es scheiße ist. Das wäre für die allgemeine Bilanz wäre es das Beste. Nein. Da gäbe es nämlich zwei erste Sieger und zwei zweite Rutsch ab, rutsch Sieger. Ab. Oder rutsch erste ab. Verlierer. Fall runter, fall ins Wasser.
So. Also, was? Sind die Steinaxt? Jetpack? Ja, aber dann hat er unten einen Boden, das geht's halt noch. Ich weiß nicht, drück's einmal und dann. Und das hat. Was ist denn das für eine Scheiße? Du kannst ja nochmal. Drück's ja. Einmal. Gedrückt halten, ja genau. Nee, gar nicht gedrückt halten, jetzt kannst du. Achso, ich hab's nämlich nochmal gedrückt und dann hört er nämlich auf. Hast noch 50? Da oben ist auch der Benzin, siehst du? Oh. Shit. Naja, aber ist ein Health Pack dabei. Der Zug vorbei. Ja. Ja und? Scheiße, das war's. Das hätte ich nicht machen sollen. Naja. Scheiße. Der Gemeinderat! Wer ist denn da über eigentlich? Der Bürgermeister, ne? Was denn nicht? Zügler Fritz. Was haben wir denn noch? Wie kann ich denn so Sachen kaufen? Du hast null. Du hast kein Geld. Ach, null Geld? Nicht wie immer. Eine übliche Situation für den Gemeinderat. Ja, wir kämpfen. Wurde gleich das Konto geprüft. Ja, wir haben nur Geld. Warte mal, wie geht denn das Superman-Schaf? Wie, das gibt's auch noch? Wird bescheuert. Ja. Und warum hast du sowas? Wie ging das noch gleich? Das fliegt nach oben und dann. Fällt's wieder runter oder was? Scheiße, man kann sich gescheit lenken! Das ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie man es lenkt. Schmier ab, einfach gerade runter. Das gefällt es mir geht absolut halt nicht, wo es hingeht. Feuerwerk. Nein. Oh, ich dachte, das sind auch so Clusterbomben. Ich weiß nicht, wie man es lenkt. Das war total... Wahrscheinlich mit dem Six-Axis oder so. Das wäre halt echt möglich. Ja, bestimmt. Scheiße, ey. Wenn es auch ja nicht intuitiv ist. Oh, Martin, schau mal, du kannst dich da unten verstecken. Im Wasser? Hier in dem Höhleneingang. Nimm doch auch mal das Superman-Schaf. Ach, es brennt dich doch da nicht. Also, ich bitte dich. Und da ist eine Mine. Nein. Jetzt fällt er die Schüsse. Das ist Sudden Death, du Idiot. Es kommt von unten das Wasser. Ich muss nur länger leben als ihr. Was ist denn das für eine Falkenhain-Taktik? Sammel doch mal das Healthpack auf direkt vor dir. Das ist ich würde mich da halt so reingraben nett. Jetzt. Da ist doch schon durchgegraben, da kannst du doch jetzt rüber. Jetzt kannst du vielleicht sogar einen Airstrike kaufen oder so mit so viel Geld. Guck mal, was das schon geht. Die blaue Kiste. Du bist ja recht gut geschützt da gerade. 5,30 hast du. Ja, guck. Ah, siehst du? Was gibt's denn noch? Ach, Napalm kostet 40. Süßigkeiten. Kino ohne McDonald's. Auf den Martin, auf Martin. Du. Ich bin eingegraben, Martin. Ja, ich das ist ja blöd hier. Eingegraben. Spreng ja, aber schau mal, da reißt alles oben. Das reicht dann aber nicht. Alles Michi, kannst du loswerden, dann bist du auf jeden Fall schon mal Zweiter, mindestens. Das stimmt. Ja, aber dann ist Martin. Hat. Du darfst nicht Martin gewinnen. Aber der sitzt da so blöd in seinen. Guck mal, wenn die Bomben von da kommen. Die kommen von oben. Das trifft ihn locker. Wahrscheinlich fällt er noch ins Wasser. Schon allein für die Überheblichkeit beim Mario Kart. Auch heute. Wie geil du hinterherlegst. Auch heute noch, ne? Denk dran. Scheiße. Das reicht. Das war's aber nicht. Fuck. Doch, das war's. Haha. Das wird jetzt voll das Campeonato, oder wie? Nein, Martin, der seufzt jetzt bei der nächsten Gelegenheit. Ich hab die Wette gegraben. Der steigt gar nicht so schlimm, der Wasserspiegel. Nee. Steigt der überhaupt irgendwie? Vielleicht hört er auch irgendwann wieder auf. Boah, ist das lame. Ich grab mich zu uns durch. Wir graben uns ein, da passiert uns nichts. Bloß, weil du so schlecht bist. Euch hätten sie damals aus der internationalen Worms-Liga rausgeschmissen. Ja, ich spreche von der Liga der Stadt. Einer der lahmsten Verbrechensbekämpfungstruppen aller Zeiten. Jetzt kriegen wir gleich böse Zuschriften aus der Stadt Worms. Schöne Grüße an die Stadt Worms. Kennt ihr jemanden in Worms? Also, ich glaube schon. Schöne Grüße an Worms. Seid ihr aus Worms? Erzählt doch mal was über Worms. Wir haben ja Zeit jetzt. Dass wie man hier in so einem Freizeitpark an so einer 2 Stunden oh, das Schlange gut steht. Das könnte klappen. Nein! Ah, gar nicht schlecht. Schade. 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 Was habe ich denn noch? Ich habe einen Luftangriff. Du wolltest noch deine Freizeitparkgeschichte erzählen. Nee, ich muss mich konzentrieren. Wie war das im Freizeitpark, Martin? War das eine gute Geschichte? Spoiler Alert, wahrscheinlich nicht. Das war bestimmt der Heidepark Soltau, der ist nämlich super. War es der Heidepark Soltau, Martin? Das war der Heidepark Soltau, aber es lässt sich für alle. Ich habe dich nicht so gut verstanden, anwenden. Kannst du es vielleicht nochmal erklären?
Der Heidepark Soltau ist super. Das stimmt. Wie heißt der? Heidepark Soltau. Uns hat noch nie jemand aus dem Heidepark Soltau eingeladen. Ja, was ist das für eine Sauerei eigentlich? Ja, ja. Die das schon so wunderbar geschafft haben, das Legoland-Video zu veröffentlichen. Es kommt. Knight Rider, ein Mann und sein Auto kämpfen gegen das Unrecht. Vier Männer unter einem Lego-Auto, in dem sie gar nicht sitzen dürfen, weil sie zu groß sind. Begehen Unrecht. Das ist ja, der das ist gut. So ist gut, Martin. Version. Genau so. Das ist super, ja. Jetzt gerade nach oben. Make up your mind. Jetzt wird's so glorious. Ich hätte mal meine scheiß Höhle zurückgehen sollen. Ich hab gar nicht so dumm gedacht. Ah. Doch. Ja? Das sieht ja den Hintergrund nicht. Scheiße. Oh, aber fast in den Gang rein. Ja, das wäre geil. Ja, naja. Oh, ich hätte. Boah, mir winkt jetzt, ich hätte mich noch ein bisschen bewegen müssen. Ned Stark etwas gegen die Kanzlerin. Nein, ich bin ein bisschen ungünstig. Die Geschichte lehrt uns. Ja, leider. Bisher ist noch kein Mann die Kanzlerin überlebt. So, warte mal, was ist das hier? Das ist das komische Schaf. Ja. Kann ich das mal ausprobieren? Nein. Ja, das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Nein. Ja, wie löst es aus? Jawohl! Alle rasten aus! Alle rasten aus! Das war aber vorhersehbar, diese Kanzlerin mit dem Schaf, den letzten umlegen. Das ist doch der Klassiker. Ich fand's jetzt ein bisschen langweilig. Schau mal, ich hab nicht mal einen Stern gekriegt. Das müssen aber noch ein paar Mal spielen. Oh, wie lässt sich er da? Das ist echt super. Das ist echt super. Ja, Punkt. Und die Folgen sind auch so schnell vorbei. Ja, das ist nur Punkt. Nicht, das ist mir ja viel schneller, weil wir es total wissen. Nächstes Mal spielen wir blind. Ja. Versus Punkt für Fritz. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Versus. Ciao.